es geht um die Fokussierübung. Ich möchte das nochmal schnell vorzeigen, wie ihr das lösen könnt mit dem Fokussieren. Das Ziel ist ja ein Bildausschnitt, zwei Bilder, den Fokus jeweils an einem anderen Ort gesetzt. Bedeutet, ihr stellt eure Kamera auf die an eurem Objektiv halt eben die längste Brennweite, das ist an diesem Objektiv jetzt das 70 mm. Wichtig ist, dass ihr die offenste Blende wählt, das heißt die kleinste Blendenzahl. F2,8 ist es jetzt bei diesem Objektiv hier. Und das bedeutet aber auch, ihr achtet darauf, dass ihr den Nahabstand schon fast überschreitet. Ihr solltet nicht zu nah sein, aber auch nicht zu weit weg. Das ist so, dass ich das Bild so gestalten werde, dass die Kamera im Bild ist und dieses Grün im Bild ist und die Leuchte im Bild ist. Ich möchte den ersten Fokuspunkt auf die Kamera setzen, danach ändere ich den Bildausschnitt nicht mehr und werde das Grün fokussieren. So, stelle den Fokus auf das Okular der Kamera, löse aus und jetzt stelle ich den Fokus hinten auf das Grün. Das gibt also zwei Bilder mit komplett anderer Bildwirkung. Ich werde euch die Bilder dann noch schnell im Video integrieren. Man sieht es hier zu wenig gut. Die Fokussierübung ist somit abgeschlossen. Übt es wirklich, den Fokus ganz präzise zu setzen. In Porträtaufnahmen ist der Fokus immer auf eines der Augen zu legen. Wer manuell fokussiert, der muss hier ja eigentlich den Autofokus rausmachen und hier rausmachen und die oder der wird dann mittels diesem Ring fokussieren, scharf stellen. Hier sehen wir die Musterbilder, Fokus auf die Kamera, jetzt ist der Fokus auf dem Grün.